So, hallo, weiter geht's mit der nächsten subordinierenden Partikel, das Doshi Ni. Ni wird an die Rentaike eines Verbs angeschlossen und hat auch verschiedene Funktionen oder Bedeutungen. Ich werde euch das einmal temporal und einmal kausal vorstellen. Wenn man es temporal übersetzt oder wenn es temporal verwendet wird, dann übersetzt man es im Deutschen mit als. Den Beispielsatz hier habe ich aus dem Taketori Monogatari, ist eine Erzählung oder eine Geschichte aus dem 10. Jahrhundert, und zwar gleich aus dem ersten Kapitel oder dem ersten Abschnitt der Geschichte, wo der alte Bambussammler halt zum Bambusschneiden oder zum Bambussammeln halt rausgeht und da Kaguya Hime trifft, also die Mondprinzessin, die ja in so einem kleinen Bambusstrunk drin sitzt. Ich habe gleich zwei Sätze genommen, weil wir ja Zeit haben und da kann man noch mal ein bisschen kleine Wiederholung machen. Also, Sono take no naka ni moto hikaru take hitosuji arikeri. Erster Satz. Ayashigarite yorite miru ni, das ist das Ni, um das es geht. Tsutsu no naka hikaritari. Okay, den ersten Satz kann man relativ leicht runter übersetzen. Wir haben hier die Ortsangabe, die relativ lang ist, relativ komplex. Wird markiert auch durch ein Doshi Ni. Und dahinter ist dann der eigentliche Satz. Also, Sono take no naka ni heißt einfach in diesem Bambus oder unter diesem Bambus. Nicht im Sinne von räumlich drunter, sondern unter diesen ganzen Bambusröhren, die da stehen in diesem Horst. Bambus wächst ja meistens in Horsten, manchmal auch in Wäldern, wenn es ein bisschen verteilter ist, aber kann auch buschig oder horstig wachsen. Also zwischen diesem Bambus oder unter diesem Bambus, Moto Hikaru Take, gab es einen Bambus, der am Grund, Moto, also am Boden, an der Basis, an der Wurzel, Hitosuji, einen. Und Suzi ist ein Zähleinheitswort für eine Röhre, also es geht wirklich nicht hier um einen Bambushorst, sondern es geht um eine Bambusstange, eine Bambusröhre. Arikeri gab es. Also unter diesem Bambus gab es einen oder eine Stange, die am Grunde leuchtete. So. Und jetzt kommt der zweite Satz mit dem subordinierten Nebensatz. Mit dem subordinierten Satz, der halt durch Ni eingeleitet wird. Das Ni hier ist angeschlossen an die Rentaike von Miru, also Sehen. Die ist, weil Miru ein Godan-Doshi ist, identisch mit der Rentaike, deswegen sieht man es nicht. Aber wenn man es analysieren müsste, müsste man hier schreiben, dass dieses Miru in der Rentaike steht. Weil das halt immer der Anschluss für die Partikel, für das Doshi Ni ist. So, dann haben wir hier noch innerhalb dieses Nebensatzes zwei weitere Partikel, die wir kennen, nämlich T und T. Und da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder kann man die mit und übersetzen oder mit, man kann sie ja, adverbial übersetzen, also auf eine gewisse Art und Weise. Anschluss an die Renyoke kennen wir ja. Und Ayashi Garu heißt sich wundern oder verwundert sein. Und Ayashi Garite heißt entsprechend dann verwundert sein und dann kommt die nächste Handlung. Oder sich wundernd und dann Yorite und sich nähernd Miru sehen. Und dann so als er sich wundernd und näher kommt sah, beziehungsweise sich das ansah, das was vorne im Satz vorkommt. Tsutsu no Naka Hikaritari. Und Tsutsu ist auch eine Bambusröhre. Und Tsutsu no Naka ist in einer Bambusröhre Hikaritari. Da leuchtete es. Also nochmal von vorne. Unter diesem Bambus gab es einen, eine Röhre, eine Stange, die am Grunde leuchtete. Und als er sich wundernd
und näher kommend sich das ansah, so leuchtete es in einer Röhre, in einer Bambusstange. So, und das wäre dann der Beispielsatz für das Dzogchen Ni in temporaler Verwendung.